So, und da der Cut jetzt pünktlich war, überziehen wir dieses Mal wahrscheinlich wieder gnadenlos. Ja, geil. Wahrscheinlich. Also Platz habe ich noch zum Aufnehmen, von dem her absolut machbar. Was? Okay, das ist krass. Das DHL-Paket sollte morgen schon kommen. Was? Das heißt... What? Ja gut, spielen kann man es erst am 24. Ja. Das heißt, du kannst schon installieren, aber mehr nicht. Ja, okay. Beziehungsweise ich kann es dir eher schon Montag mitbringen. So. Ich will jetzt schon zocken. Ich würde es auch jetzt gern schon zocken. Ich werde auf jeden Fall probieren, ob man es schon installieren kann. Da kannst du Gift drauf, das mache ich immer. Bei allen Sachen, die man irgendwie vorbestellen kann, mache ich das immer. So, einer. Der andere ist auch fertig. Ah ja, take all. Okay, ja, dann genau. Kannst du noch den Dings nehmen. Wir müssen dann gleich eins davon in den Ofen stopfen. Das mache ich schon mal. Muss ich auch einmal machen, damit ich die Sachen freischalte. Na ja, komm, noch 10 Sekunden hier. Schnitzelofen. Hallo. Der Ofen. Ich muss mich wieder gewöhnen. Boah. Boah, ich hab wieder nach? Ein Schwein reingelassen. Hajo, so ein grünes. Ich hab wieder ein Schwein reingelassen. öffnete die Tür für ein Schwein. Ja, für ein Schwein. Das ist aber doch so ein Ghost-Schwein. Naja, bei mir war ein grünes. Ich war so schön hier. Oh, Mann. Oh, wir können ein Geisterhaus bauen, wenn es so weitergeht. Yeah. Aber die lassen immer diese Haunted-Dinger fallen. Soll ich gleich alles rein? Ja, oder? Nee. Für manche Sachen braucht man auch... Das eben in Rohform, ja? Ja, mach nur einmal. Ich hab nur einmal, okay, jetzt. So, ich entledige mich kurz allem Müll. So. Crafting. Weil jetzt müsste unten allein durchs Einsammeln vom Obsidian der Ärmel freigeschalten sein. Die Wäsche freigeschalten sein. Dann diese Gürtelschnalle oder Rückenplatte, das habe ich noch nicht verstanden, was das ist. Und die Hose. Jo, so. Jetzt gucken wir mal. Eine Arc-Tech-Chest habe ich noch freigeschaltet durch den Edelstein. Yeah, Obsidian-Mining-Dingsbums da schon mal frei. Ach Gott, so. Ja. Nee, bei mir noch nicht. Ich muss erst das gekochte Ding noch einsetzen. Wow! Was ist denn jetzt schon wieder? Hä? Eieiei. Tür habe ich zugemacht. Spawnen die Penner bei uns im Keller. Die müssen irgendwo hier spawnen. Das gibt's nicht. Die Tür ist nämlich zu. Ich habe keine Fackel mehr. Warte mal, haben wir irgendwo noch Moss? Wenn wir noch Moss diese haben. Diese blöden Viecher. Ah ja. Obsidian, Armguards. Ja, das ist jetzt alles frei. Ja. Ich mach mal erstmal Unlock. Ja, erstmal einmal gemütlich durch unlocken. Ja, da haben wir noch Moss. Zweimal. Da haben wir auch nochmal zweimal. Da kann ich nochmal ein paar Fackeln bauen, hoffe ich. Ah, Holz brauche ich auch noch. So, ich habe mal erstmal so nachgeholt, was mir noch gefehlt hat. So, den Handschuh kann ich jetzt. Ach unlocken. Gott, für das ganze Obsidian-Zeug brauchst du das Miro-Zeugs. Boah. Oh ja. So, jetzt gehe ich mal ganz kurz Fackeln im Keller offen. Ja. Noch mehr? Wir haben ja noch nicht genug. So, jetzt dürften sie aber hier nicht mehr spawnen. Jetzt ist hell erleuchtet. So, der Obsidian-Handschuh. Was braucht man dafür? Stone Slab, Bedrock, Magnetite. Dafür braucht man's. Und 4 von diesen Barren. Obsidian-Barren und Pilze. Oh yeah. Pilze braucht man auch. So, ich leg mal jeweils nochmal 3 Barren rein zum Forgen. Okay. Dann was brauchen wir noch? Stone Slab. Irgendwo haben wir noch Stone gehabt, das weiß ich. Limestone. Stone. Stone habe ich ja noch. Mache ich auch gleich. Stone Slabs. So.
Magnet halt. Hab ich. Aber Mushrooms, also Pilze, habe ich gerade gar keine. Eine. Da hatte ich die letzten, obwohl, habe ich noch, ich guck mal schnell in meine Bag, weil ich meine, ich habe alles so an Kräutern rein und Pilzen und Zutaten rein weg, ja. Meiner Bag ist nichts mehr. Alles gut, ich guck mal. Oh, hier liegt Kopfsalat. Mitnehmen. So, wo sind Pilze? Ich habe die alle vercraftet, ich Depp. Für Medizin. Hier im Wald finden wir immer Pilze. Ich hab's gewusst, dass man die Pilze noch für was anderes braucht, außer Health Potions. Ich war mir nur nicht mehr hundertprozentig sicher. So, Bedrock brauche ich noch ein bisschen. Gucken wir mal. Erstmal zurück zur Burg. So. Tür zu, ja. So. Dann die Stone Slabs alle raus. Die alle raus. Bedrock war. Hatten wir da noch auf Lager? Einmal. Oh, hab ich ihn. Nee, dann müssen wir kurz in die Mine. Müssen wir nochmal kurz rein? Dann nehme ich alles mit. Okay. Was wir brauchen. Brauchen wir da zwei. Da habe ich nur sieben. Wieso nur sieben? Achso, einmal Obsidian hast du noch. Diese ja. Barren. Den Barren habe ich noch einen, ja. Gut, dann. Und fünf von denen Erze. Zieh mal den Barren auf das Säckchen neben dem Mülleimer. Also nicht auf den Mülleimer, sondern auf das Säckchen. Und dann lässt du das fallen. Dann sammle ich den einen, dann crafte ich einfach zwei Handschuhe, wenn wir unten sind. Okay, warte. Wenn wir dann alles haben. Das Säckchen. Weil Pilze und so weiter habe ich genug. Perfekt. Ja. Dann ab in die Mine. Ab in die Mine. Jawohl, ja. So, Bedrock. Der war irgendwo ganz unten. Ja. Limestone, Limestone, Limestone. Boom. Stone. Von der Seite war der so eindeutig. Ach, da unten. So. Mann, ey. Ja, man braucht 10-mal Bedrock für das Ding. Was? So, jetzt habe ich 10-mal eingesammelt, dann kann ich schon den ersten Handschuh machen. So. Noch mehr Bedrock. Ja, noch mehr Stone. Hier unten ist es dunkel. Erstmal eine Fackel aufstellen. Ups, das war Limestone. Bedrock. Und hier unten haben wir nochmal Coal. Also Kohle geht uns auch nicht aus. Und Craft. So. Dann gucke ich mal, ob ich den auch auf das Säckchen ziehen kann. Ha, geht. Bitteschön. Dann ziehe ich den an. Und die Stone Mining Cell werde ich diesmal nicht wegschmeißen, sondern einfach aufheben für Notfälle. So, dann hätten wir das auch. Ja. Kann man jetzt Wasser schon einsammeln? Ich glaube mit dem ja. Gleich mal gucken. Ja, perfekt. Dann gucken wir gleich mal nach dem Garten-Tool. Unlock. Da brauche ich zweimal Obsidian, Stone und Stone Rod. Perfekt. Dann baue ich uns das Garten-Tool. Okay. Dann können wir unseren Garten nämlich anlegen. Sehr schön. Also kannst du aus der Mine auch rauskommen? Ja. Unterwegs. Außer du möchtest da noch minen. Nee. Ich bin da doch mehr der Tageslichtfanatiker. So. So, Stone Rods waren hier irgendwo noch drin. Da. Und auch Stone noch, so.
Zaun? Haben wir noch irgendwo Zaun? Ich bin gar nicht sicher, aber ich meine, wir hatten übrig. Ach, da. Da haben wir noch Zaun. Wo war die Treppe? Da. Kann man die noch reinpacken? Auch nochmal von dem. Der Plow. So, den anderen baue ich gleich. Das dauert gerade noch, bis es fertig ist mit Backen. Das dauert immer ein bisschen. So, erstmal da freimachen. So. Zaun. Ich habe nur 6-mal Gartenzaun. Okay. Ist jetzt aber nicht so schlimm. So, dann machen wir erstmal Garten, machen wir ans Haus ran eher. Aber trotzdem so, dass der Zaun freistehend ist diesmal. Und ich würde sagen, machen wir diesmal so. Einmal, zweimal, dreimal. Einmal, zweimal, dreimal. Ja, wobei zweimal reicht, glaube ich. Na, wobei. Na. So. Ja, ich glaube, das könnte funktionieren. Muss nur gucken, ob ich noch Zaun craften kann. Mhm. Wo war der? Da. Wood Slab, Twine und Wood Rod, das haben wir auch noch in der Kiste drin. So, jetzt kann ich dir den Plow erstmal bauen. Craft. Und bitteschön. Ja, wohl, ja. Drum, drum. Was will man mehr? Ha! Mein neues Werkzeug, yeah. Du kannst dann erstmal wieder 20.000 Sachen anlocken. Ja. So wie Bedrock Wall, Limestone Wall, Asphalt. Unglaublich, ey. So. Mal gucken, genau. Zaun da. Ah, Wood Slabs braucht man da noch. Okay. Die Taming Collar. Die habe ich unlocked, aber noch nicht gebaut. White Beacon. Das könnte man theoretisch aufs Dach bauen. Das ist dann wie so ein Wegfinder. Der leuchtet dann ein bisschen den Himmel hoch. Das hatten wir ja schon mal, aber bei einer Leiche. Die leuchtet ja auch so. Also dein Säckchen mit deinem Gut. So, ach, Wood Rod brauche ich auch noch. Meine Güte. Oh, da die Viecher, hey. Jetzt komm. Ja, Schweinchen, lauf in die Küche. Ist schon normal. Lauf doch direkt in die Pfanne. In den Backofen mit dir, komm. Direkt in die Pfanne. Ja. Ich kann nicht so viel, es lief von selbst in die Pfanne. So, 30 Zäune, ja, den Rest hole ich dann. Gucken wir mal. Cool, es ist neblig hier. Ja. Das ist mir gar nicht aufgefallen vorhin. Falls es vorhin schon war. Ah ja, jetzt kommt das wieder mit dem Anpflanzen, ja, das wird. Ich hab nur für Getreide gerade ein paar Sachen. Leider.
Oh, im Ernst, wegen einem Zaun reicht's nicht. Ich werd wahnsinnig. Mir fällt gerade auf, das passt eh nicht. Hä, kann man die Zauntür nicht mehr einsaugen? Hä, wieso kann ich die nicht einsaugen? Hallo, die konnte man doch letztes Mal wieder einsaugen, oder? Verorschen? Ah, jetzt. Ah, komisch, aber okay. Weil ich habe gerade gesehen, wir müssen das da hinsetzen, sonst kann man drin nicht mehr laufen. Ja, sonst passt das da nicht mehr. Kein Twine mehr? Im Ernst? Muss mal ein neues machen. Echt kein fertiges Mal? Doch, da. Soll ich schon mal Wasser einsaugen gehen? Ja, ich glaube mal. Ja, kann schon machen, ja. So. Zack, zack. Zack. So. So, ich gehe mal schon mal. Boah, paar. Oh yeah. Ah, ich werde es nochmal ummodeln. Die Größe stimmt schon mal. Vom Garten, aber. Ich glaube, letztes Mal hatten wir das cooler geregelt. Mit diesen Wasserdingern in der Mitte. Zwischen den jeweiligen Feldern. Dann kann man das jetzt nämlich auch so machen. So, dann fülle ich mal einmal rechts, einmal links und eventuell einmal in der Mitte, glaube ich. Ja, und einmal in der Mitte noch. Ja. Ja. Und das bei allen. Bitte. Jawohl. Keine Ahnung wieso, aber ich habe das logisch assoziiert, dass es ohne Wasser nicht geht. Und das war genau richtig. Ja, so haben wir es letztes Mal gehabt, ja. Genau, so und so war es auch cool, ja. So, ich gehe mal den Salat zerhäckseln. Weil dann können wir aus dem zerhäckselten Salat was anbauen. Was nämlich cooler wäre. So. Ich habe hinten mal Getreide angebaut. Dann würde ich Salat hier vorne hin machen. Bis wir alles zusammen haben, dauert es eh eine Weile. Jo. Zack. Ha, wunderbar. Zaun habe ich auch noch übrig. Dann können wir nämlich den Garten, falls es mehr Zeug gibt, auch jederzeit erweitern. So, gucken wir hier gerade noch ein bisschen. Ja, 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 das sieht gut aus. So, haben wir da noch Platz? Nee, eher nicht. So. Okay.
Wir könnten uns jetzt eigentlich einen Ausbau vom Keller machen. Da ist jetzt nur die Frage, ob wir noch genug Stein haben. Oder ob wir erst Stein holen müssen. Den hatte ich hier reingebaut, guck mal. Aber warte mal, ich habe im Inventar noch. Hast du noch? Ich habe noch 99 mal Stein. Naja, also. Dann gucke ich mal Stacked Stone Wall. Oh, verpiss dich, du kleine Kröte hier. Raus! Ajo, da kann ich noch bauen. Stoned Eichhörner oder Ratte oder. Nee, das ist so ein eine Springmaus, genau. Ah, Speedy Gonzales. Ja. Hoppel, 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 hoppel. So. Sieht jetzt zwar nicht optimal aus, aber wobei doch, ich weiß wie. So. Ja. So wird das. Ja, weil dann bauen wir den Keller nämlich jetzt mal langsam aus. Mhm. Also Steine hast genug? Ja, ja. Ja, wunderbar. Mehr als genug. Weil ich habe meine, die ich hatte, da für die Ebene, für die Begradigung reingehauen. Na, okay. Das ist ja, hier ja. Nochmal einen schönen. Ja. Genau. Aber Steintreppe muss ich nochmal gucken, ob ich da was finden kann. Und da können wir die Holztreppen, zumindest zum Keller oder so, können wir dann austauschen. Okay. Je nachdem, wie wir lustig sind. Aber wir sind ja erst am Anfang. Wobei wir jetzt schon relativ schnell, relativ viel freigeschalten haben. Ja, das ging fix eigentlich jetzt. Aber das passt auch. Je mehr, desto besser. Und je schneller, desto besser. Weil sonst wird es zu langwierig und dann nervt es irgendwann auch. Soll ja immerhin auch Spaß machen. Und es geht am schnellsten und am besten, wenn man Erfolg hat. Ja. Die Lampe, müssen wir noch gucken, dass wir die hinkriegen, dass wir LED-Teile bauen können. Was brauchen wir da nochmal dafür? Auf jeden Fall Glas und noch irgendwas. Muss ich aber erst kurz gucken. So, jetzt. Genau, stimmt, die Lampe, bevor ich sie komplett vergesse hier. Lampe. Wo waren die dabei? Irgendwo unten, glaube ich. Ja, ich bin gerade leicht überfragt. Wo sind die? Bei Fackeln, glaube ich, mit dabei in der Sektion. Ja, hier, was brauchen wir da? Eine Coal Torch müssen wir eine bauen. Okay, craft ich mal dann. So, jetzt kann ich sie unlocken. Mhm. Da brauche ich Stone, Coal und Glas. Muss ich Glas holen. Das müsste ja, ich glaube in der ganz rechts ist es drin. So, ich habe mal in die ganz links die Coal Torch reingelegt. Sammel die mal ein. Weil dann hast du automatisch freigeschalten. Ja. So, dann lege ich die Lampen das ist auch cool, rein. Ja. Bitteschön. Dass man das durch... Kannst du auch rausnehmen. Auch in die Dings. Oh, da muss ich wahrscheinlich erstmal zumachen wieder. Und nochmal auf. Ja. Da sind jetzt diese anderen Lampen drin. Diese Haunted Lamp.
Nee, die. Na. Rechts oben, Wood Burning Lamp. Oh, ach, rechts oben. Also in der linken Truhe und dann rechts oben. Ah, ja. Wood Burning Lamp. Sah aus wie so irgendwie Holzkiste. Keine Ahnung. So, das Wiring-Tool, ja, genau, muss ich bauen und ein Switch muss ich bauen. Dann kriegen wir LEDs. So, Wiring-Tool kann ich bauen. Das mache ich jetzt mal. Switch kann ich jetzt unlocken. Kann ich auch gleich bauen. So, jetzt kriegen wir die LED. Unlocken. Die Woodlamp-Tool kann ich jetzt ja wieder rein. Die Coal-Torch kann ich mal behalten, weil die kann man ja nochmal verwenden, wenn man... Ja, ja, alles cool. So, haben wir irgendwo in den Truhen noch Stone Slab? Ja, da sind noch welche drin. Da sind keine mehr drin. Da sind auch keine mehr drin. Aber ich habe ja noch Stein, dann stellen wir welche her. Aus Limestone. So. Ach, das ist scheiße. Die LEDs waren nicht so geil, glaube ich, oder? Was hat... Ne, ich glaube... Ach, wir hatten doch mal so gelbe Lampen, oder? Hatten wir nicht irgendwie sowas, was richtig cool aussah, auch vom Weiten irgendwie? Haben wir die nicht gefärbt gehabt? Ja, irgendwas irgendwie, war da. Oh, das ist jetzt echt schwer zu sagen. Warte, ich guck mal gerade kurz. Guck mal auch, ob ich das irgendwo finde, aber... Gaslamp kann man noch machen. Blue Lamp, da muss man Blue Pigment. Ja, das mit diesem Blue, genau. Distilled genau. Blue Flowers. Ah, warte mal, da muss man, glaube ich, die Flowers. Ah, da braucht man den Kochofen dafür. Ja, genau. Und den haben ja, wir aber noch nicht. Das dauert noch ein bisschen. Nicht. Das dauert noch ein bisschen. Aber warte mal, vielleicht kann man die LEDs trotz allem cool benutzen. Ich muss nur gerade mal die Dinger abhängen. Ich weiß nicht, die wirken irgendwie voll dunkel. Guck mal rum. Ich habe jetzt mal zwei Stück aufgehängt. Die sind voll dunkel. Ja, ja. Dann bauen wir lieber die Woodburning Lamps. Die waren, glaube ich, besser. Definitiv, ja. Weil, warte, ich hänge mal eine. Ich hänge mal die. Ups, das wollte ich nicht. Ich hänge mal die Fackel hier ab und hänge hier eine Lampe hin. Bam, guck mal. Ja, das waren die. Oh, wo kommt das Ding ja schon wieder her? Ich habe nur gesehen, wie es reinkommt. Ah, abgelehnt raus hier. Ach shit, Tür ist offen. Ah, wunderbar. Ah, okay. Ja, zack, bumm. Ja, aber das. Alles ich habe die Springmaus draußen gelassen, zum Glück. So, die wollte auch schon rein. So, ich hänge jetzt erstmal alle Fackeln ab hier. Mit dieser Glocke, wo man zähmen kann, kann man sich da eine Herde von diesen Viechern machen und die vermehren sich dann, oder? Bestimmt. Ich wette drauf. Ah ja, die sind cool, ja. So, die sind zack. Cool. Man braucht nice. Auch weniger davon, das ist der Vorteil. Ja. Ich habe hier vorne jetzt im Vorraum nur eine drin und guck mal, wie hell das ist. Cool. Und oben sind noch keine drin. So, da kriegt auch jeder eine ins Zimmerle. Sehr gut. Und zwar schön in die Ecke. Ah, in die Ecke, das ist perfekt. Das verdeckt dann diese hässliche Holz von der Treppe. So. Ah, perfekto. Was will man bitte mehr? Machen wir hier noch eine ran. So, und oben in den Türmen würde ich jeweils eine reinhängen auch. Dass das auch nochmal beleuchtet, ne? Ja. Oh ja. Ich sehe gerade, ich habe cool. In die Türme noch gar kein Glas reingesetzt. Ich wollte in die... Fenster Glas reinsetzen. Böse, böse. So, zack, zack. Dann eine Lampe. Oh, die hängt aber nicht gut. Machen wir in die Ecke rein. Doch, das... Oh, ja. Stilvoll. Und die Fackel außen lassen wir aber. Weil am Burgturm außen dran eine Fackel sieht nicht so... Kacke aus wie
so eine. Ah, wobei, so eine Lampe könnte eigentlich auch ganz gut passen. Müssen wir mal ausprobieren. Zack. Lampe in die Ecke. Das Problem ist nur, ich glaube, da wird es zu hell. Wenn ich jetzt hier auch noch... Oh, ich habe keine Lampen mehr. Nee, aber komm mal hoch. Das wäre, glaube ich, zu hell, wenn ich jetzt auch noch eine Lampe... Zack, 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 zack. Dahin packe. Hoppel, hoppel, hoppel. Weil im Turm sind Lampen drin. Und hier oben ist schon hell genug. Würde ich sagen. Das passt. Aber so sieht es viel, viel geiler aus mit der ganzen Beleuchtung. Ah, das sieht gut aus. Dem anderen ist auch. Ja, das reicht. So. Beleuchtungstechnisch. Ach, Woodrot muss man dafür craften. 1A. So. Im Keller so. Brauchen wir auch noch Lämpchen. Ah, oh. Der Boden. Ah, ich kümmere mich mal um den Steinboden. So. Achso, nee, hab ich. Ich hab noch einen stecken. Ich hab nur unterbrochen wegen irgendwas. Ich weiß gar nicht mehr warum. Wegen dem Licht, glaube ich. Möglich, ja. Wegen dem Licht, glaube ich. Aber ich habe keine Ahnung mehr, wie man die... Aber ich glaube, man musste die abkochen oder sowas. Die blauen Blumen. Für blaue Lampen. Für die blauen Lampen? Ja. Oder hatten wir nicht so sogar so richtig rote? Ich glaube, rote waren das nachher. Du kannst gelb, rot und blau. Ja. Kannst machen. Und ich glaube, rot hatten wir. Ich glaube, weil das Blau als, haben wir beim letzten Mal... Als Außenbeleuchtung. Oder als Wegfindung. Genau. Weil das Rot und das Gelbe, glaube ich, hatten wir für innen, weil das wärmer war. Ja. Irgendwie so. Sieht so oder so komisch aus. Rote Beleuchtung. Immer. So. Keller wäre ausgebaut. Bis auf die Lampen. Die kann ich jetzt auch machen. So, da reichen zwei, glaube ich, erstmal. Die ganzen Fackeln sacke ich alle wieder ein. Die werden dann alle in den Minen verbraucht. An den Mineneingang kann man eigentlich auch eine Lampe hängen, wenn wir welche übrig haben. Was aktuell eher nicht der Fall sein wird. Stopp. So, das war falsch. So. Eine dahin und eine dahin. Ja, das reicht. Zwei Stück reichen vollkommen im Keller. Eine rechts, eine links. Ja, der ist ja auch nicht, sag ich mal, so groß, dass... Ja, genau. Oder? Nee, ist nicht so riesig. So, einen Lichtschalter packe ich noch hin. Muss hier das Wiring-Tool anlegen. So, wie ging es jetzt mal? Klicken. 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 Ah ja, das war relativ intuitiv. So, und jetzt an. Aus. Licht im Keller, aus. Jawohl, 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 ja. So, dann brauchen wir hier noch einen. Für hier und für hier. Ha, Funst. So, dann brauchen wir hier noch einen. Cool. Muss jetzt auch mal ausprobieren. Die da. Jawohl. Und für die oberen. Ich, ach, wir haben. Ah, doch, da oben. Die da. Für die da. So. Ja. Passt. Und dann machen wir innen drin für den Turm. Machen wir hier in der Mitte einfach den Schalter. Mhm. So, dann muss genau. Dann kannst du dann genau. Muss ich jetzt aber hier. Bis hochlaufen. Oh. Zum Verkabeln. Ups. Von der Leiter gefallen. Einmal. Ja, weil das ist blöd, weil sonst muss man immer hinlaufen und F drücken oder so. So kann ich einfach ausschalten. So, oben ist aus. Ins Zimmer von jedem, neben das Bett, mal auch noch einen ran. Und für die Zimmerlampe. Für die Zimmerlampe, genau.
Weil, wenn man nicht zu Hause ist, kann man ja dann das Licht schön ausmachen. Ja, Strom sparen, sag ich nur. So, aber neben das Bett mache ich es nicht bei dir, sondern neben die Tür. Okay. Weil es neben dem Bett wäre bei dir auf der Glasfront. Ah, ja, stimmt, wegen dem. Und das sieht ja richtig dämlich aus. Ah. Jawohl, ja. So. Aus. Aus, wird Tag. Strom sparen. Ja, genau. Jawohl, Tageslicht. Aber mit so ein paar Schaltern, wie es gleich cooler wird. Ah, cool, ja. So, und was ich jetzt noch gucken wollte. Ob wir die Druckplatte schon bauen können. Wofür war nochmal die Druckplatte? Kannst du mit einer Tür verbinden, dann brauchst du keinen Schalter drücken oder so. Sondern kannst du einfach reinlatschen durch den Schalter. Wird es dann ausgelöst. Aber nee, ich glaube, wir haben kein Magnetite mehr. Was nicht schlimm ist. Oh, verdammt, was habe ich am Anfang der Folge gesagt? Dafür überziehen wir jetzt. Rate, was passiert ist. Wir haben überzogen. Wir sind bei 36 Minuten. Hey. So, ich überlege gerade, ob wir einen Cut machen oder ob wir für heute erstmal Schicht machen. Ja, wir könnten für heute erstmal. Weil wir waren ja beide im Büro. Richtig. Das heißt, so wir sind beide wahrscheinlich nicht mehr so frisch drauf. Nee. Also ich zumindest nicht. Ich werde, glaube ich, dann nämlich, ja. Die Couch ruft irgendwie schon. So sieht's aus, die Couch ruft. Dann würde ich sagen, speichern brauchen wir hier nicht. Das ist das Wunderbare. Der speichert an Ort und Stelle. Würde ich die Folge hier erstmal beenden und setze mich hier nochmal schön auf den Stuhl. Setz dich doch mal dazu. Ja. Achtung, die Maus ist invertiert, wenn man da sitzt. Tatsächlich. So, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Zum nächsten Mal.